Weil ansonsten, dann würden wir wieder runtergehen, Alter. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine Menge Cobblestone Oh, von ihrer Kiste. Die sind unten, die sind unten, die sind unten. Nicht im Ernst, oder? Doch, die sind unten. Fuck. Die stehen direkt am Wasser. Die haben uns verarscht. Die haben uns voll verarscht! Alter, wie viel Glück wir hatten! Ich hol die Bazooka. Die schießen gerade nach oben. Ich hab gerade auf irgendjemanden geschossen. Yannick, bewach du mal, ich hol die Bazooka, okay? Ja, hol sie aus der Kiste. Das ist ein großes, hässliches Ding. Action, Leute, ihr wolltet Action, ihr habt Action. Scheiße, wo ist die Bazooka? In dieser Kiste. Ganz rechts. Gut, okay. Bewach sie, ich lade sie, okay? Was denn? Hast du etwa... Ich hab so... Ah, da unten stehen sie. Okay. Ich versuch's. Nein, eigentlich dein Gesicht. Hallihallo, Märchen, ihr schönen Freunde der guten Unterhaltung. Was macht ihr denn da unten so Schönes? Oh Gott, ihr seid ja so nett, dass ihr uns auch Bescheid gesagt habt. Meine Güte, seid ihr freundlich. Die versuchen uns abzuschießen, Herr Nick. Ja, er hat mich getroffen. Einmal. Okay, weg vom Glas bleiben. Ja. Ich gehe mal nach unten. Auf das Ding. Aber Achtung, echt wollt wegen dem Glas. Nee. Nö. Wir haben gesagt, nicht wieder so eine Situation wie letztes Mal, bitte. Nein, wir bleiben hier zu oben, Punkt. Wir sind so oft runtergekommen und haben uns den Arsch aufgerissen wegen irgendeiner Scheiße. Jetzt bleiben wir hier. Pech. Soll ich die Bazooka vielleicht doch lieber wieder nach dahin geben? Nein, oh. Das ist aber ganz schön stark, was die da haben. Der hat irgendwie eine Sniper oder sowas. Ja, die Sniper, die machen dich fast ganz leer. Wenn du einmal ich weiß nicht, ich hab Angst um dich, geh da lieber wieder weg. Ich hab Angst, dass du mich triffst, wenn ich hochgehe. Okay, nee, er trifft mich nicht. Warte, ich schmeiß dir schnell Cobblestone runter, okay? Ich hab Cobblestone dabei. Echt? Okay, dann mach mal ein bisschen mehr Glas zu, du weißt schon was. Ja. Weißt, was ich meine, oder? Oder? Gut. Ich weiß, was du meinst. Sehr schön. Okay, die sind da. Gut, die sind da. Sehr schön. Genau das wollten wir. Siehst du sie? Wo sind sie? Ich sehe sie gerade nicht. Scheiße. Wir müssen die im Auge behalten, ne? Ja. Es ist absolut wichtig, dass wir die im Auge behalten. So, das hier unten, das hier würde ich gerade auch noch lassen, vielleicht. Scheiße, wo zum Teufel sind die? Da sind im Wasser, sie bauen sich hoch, da hinten. Okay. Abschießen? Ja. Wo bauen die sich hoch? Da hinten. Wo ich hinkomme. Im Wasser. Die bauen sich eine Treppe. Okay. Yannick, ich mache jetzt du hast folgendes. Eine Sniper, oder? Ich habe eine Sniper, aber keine Magazine dafür, das könnte ich aber machen. Würd's euch was ausmachen, wenn ich den Regen ausstelle? Der nervt gerade ziemlich bei sowas. Okay, sie machen eine Leiter. Kein Problem. Scheiß Regen, ey. Genau, was ich machen wollte, ich lasse hier oben jetzt Dingens runter. Verdammt. Wirst schon gleich sehen. Ja, ja. Dann haben die nämlich Probleme, sich hier hoch... Oder soll ich die Bazooka abfeuern? Dann sind sie schieß vielleicht... Schieß auf sie. Oh, nee, warte. Ich habe die Bazooka. Du weißt, dass die Bazooka die beiden mit einem Schlag tot machen würde, ja. Oder? Das weißt du, ne? Ja, ja, ich weiß das schon. Das heißt, ich mache jetzt mal lieber nichts. Wir walten uns jetzt mal defensiv. Wir müssen die einfach einmal mit der Bazooka treffen. Wenn wir sie dann okay, sie stehen daneben. Sie sind nicht mehr beim Hochbauen. Nicht mehr, okay. Sie sind jetzt auf der Insel. Jetzt, ich wette, die planen gerade was. Ja. Ach Gott. Okay. Boah, meine Waffe ist so unpräzise, ich treffe die nicht. Ich stand hier runter. Ich nehme gerade vielleicht am besten mal schnell das Wasser weg hier. So. Ich treffe die nicht mit meiner Waffe. Super. So, Wasser ist weg. Was machen die denn da? Ich weiß nicht, was die machen. Das nervt mich, nicht zu wissen, was die machen. Dann guck doch. Versucht er uns mit einer Bazooka abzuschießen? Nee, der hat eine Sniperwaffe. Der echt vorsichtig mit dem Glas, ne? Ich stehe nicht auf dem Glas. Okay, ich glaube, die versuchen sich. Ich glaube, die machen das, was ich gedacht habe. Wen behältst du im Auge? Vanish oder Jeremy? Ich weiß nicht, wer aussieht. Das siehst du am Namensschild, wenn du ganz genau hinguckst. Ich habe auch mal auch Lava runtergesetzt. Das bringt doch nichts. Ich glaube, die bauen sich zu und dann bauen die sich so langsam hoch. Na, mir soll es recht sein, das wird sehr einfach. Okay, warte. Vanish ist der hier vor ist. Der hat kein Sneak drin. Und der unter dir, der gerade dieses komische Teil baut, das ist Jeremy. Vanish. Du beobachte. Hä, jetzt sind die bei. Ach so. Ah, da hinten. Vanish ist links, Jeremy ist rechts, okay? Ja. Du beobachtest. Ah, die haben sich gegenseitig geschlagen. Ich glaube, das ist Rump. Hä? Keine Ahnung. Nee. Nein, nee. Okay. Deine läuft weg. Ja, der weiter hinten ist, das ist Vanish, ja? Okay, ich bleib bei dem vorne.
Tja, wenn die unsere Basis finden, dann raste ich aus. Die gehen doch jetzt nicht zu unserer Basis. Wo laufen die bitte schön hin? Keine Ahnung. Ey, wenn die unsere Basis sehen, dann nur durch ein Chunkloch. Ich glaube, der versucht mich mit einer Sniper abzusnipern. Das kann sein. Ja. Er versucht mich abzusnipern. Pass auf, echt, wenn du einmal getroffen bist, geh in Deckung. Ja, zweimal unten ist tot, das ist richtig scheiße. Und am besten auch irgendwie versuchen, vom Rand wegzubleiben, weil wenn die Sachen runterfallen, ist auch scheiße. Na toll, jetzt sehe ich die gar nicht mehr. Ah, jetzt sind die in der Wüste. Einer ist in der Wüste, der andere steht noch am Baum, jetzt kommt auch in die Wüste. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Du hast mich da fast runtergeschubst. Entschuldigung, Janik, das wollte ich natürlich nicht. Wir sind in der Wüste. Oh, du bist gewachsen, sehr schön. Ich habe sie beide im Blick. Wir sind beide in der Wüste. Ja, okay, dann... Wir müssen echt versuchen, beide im Blick zu behalten. Wenn wir... Leute, eine schießt wieder. Weil wenn wir die nicht im Blick behalten, dann sind wir sowas von gearscht, ja. Okay, ich sehe sie nicht mehr. Die sind außerhalb meines Sichtfelds. Okay, ich gehe den Baum abfällen. Der Baum nervt. Der Baum muss weg. Scheiße, ich hätte die schon vorher auf der Treppe mit der Bazooka abschießen sollen. Das wäre ein... Ja. Lol, Janik! Erschreck mich nie wieder. So, ach, Janik, Alter. Ich seh's. Sie laufen gerade einen Berg hoch. Im Sand. Nein. Bitte sag mir nicht, dass sie versuchen, uns mit der Bazooka vom Berg aus abzuschießen. Ich glaube, die bauen sich von da hoch. Kann es sein? Kann sein. Okay. Janik, auf jeden Fall. Okay, ich höre jetzt auf sie zu schießen. Ja, das bringt nämlich nichts. Das bringt gar nichts, außer mit einer Sniper, aber die haben wir leider nicht. Und wenn sie sich... Haben wir auch getestet, die Sniper, wie gut die ist. Wenn sich einer ein bisschen bewegt, hast du sowieso keine Chance mehr, den mit das zu treffen. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass sie sich auf diesen unteren Bereich hier runtergraben. Wenn das bedeutet, wir werden hier gleich am besten alles mit Lava fluten. Am besten so, dass sie es nicht sehen. Nee, wenn sie jetzt tatsächlich... Wir werden das schon sehen. Die werden jetzt... Ich wette, die bauen hier gleich einen Steg rüber, ja? Am besten machen wir einfach das zu weg. Nee, nicht alles. In einer Ecke lasst es bitte noch, weil dann können wir nur nach unten schauen, okay? Nur das und mehr nicht. Nee, lass es mal. Damit sie es halt nicht von unten sehen, dass wir da Lava hingesetzt haben. Ach so. Nee, die werden sich über uns bauen wollen. Verstehst du? Mhm. Toll, jetzt haben die da einen Wall hingemacht und wir sehen die nicht. Wetten, die kramen sich gerade irgendwie von unten an uns ran? Das könnte sein. Glaube ich aber nicht. Nee, die bauen einen hohen Wall. Ich glaube, die bauen jetzt einen Wall ganz hoch und dann bauen die eine Treppe, ja? Also auf der Minimap kann ich sehen, dass sie irgendwie ein Dreieck bauen. Ja, die wollen so einen Wall bauen und dann steht. Okay. Leute, wenn jemand... Einer steht nebenan. Direkt durch eine Aktion von irgendjemandem stirbt, dann zählt das. Also wenn... zum Beispiel einer sich gerade hochbaut und ich schmeiße ihn runter mit einer Angel oder so und er stirbt dann an Fallschaden, dann zählt das, okay? Gut. Nein. Doch, das hat Imba auch gesagt. Natürlich. Dann können wir auch einfach in Lava springen, bevor ihr uns tötet und dann ist es genau das Gleiche. Da haben wir schon vom Battle drüber gesprochen, das weiß ich noch, weil ich weiß nicht, wer dabei war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich und Dominik drüber gesprochen haben vor dem Battle, dass sowas nicht gemacht wird. Was wird nicht gemacht? Vor dem Battle, in Lava Anfang der Staffel, von 3. Ja, das ist genau das Gleiche. Dann könnt ihr euch ja auch, könnt ihr auch einfach so tun, als ob ihr euch runterfallen lasst, wenn ihr auf euch schießt und ihr euch zum Beispiel hochbaut. Taktik, ja? Scheiße, ich wurde getroffen. Weg. Man muss ja nicht eine Pussy-Taktik machen und sich irgendwo in der Luftburg verkehren. Ja, man muss auch nicht eine Pussy-Taktik machen und ganz weit wegziehen. Außerdem, das unterstützt die Spielweise Campen und da bin ich nicht dafür. Ja, ich bin auch nicht dafür, dass man... Ach, vergiss es einfach. Ganz weit weg geht's. Über 1000 Blöcke weg, ne? Johnny und Jeremy. Egal, wir lassen uns jetzt nichts von denen einreden. Nicht nur wir. Na toll, mein Vater kommt. Sehr schön. Ja, schieb den schwarzen Peter noch weiter. Nee, ist ja egal. Klar, jetzt. Wir wollen nicht behalten. Es zählt jetzt einfach, okay? Nein. Ja gut, also wenn ihr uns dadurch tötet, zählt's auch nicht. Okay? Also ich bin dafür, dass es zählt. Also das zählt, ich weiß gar nicht. Ich weiß schon, die versuchen... Da steht einer oben. Die versuchen, das Leck zu snipern. Beweg dich immer so ab und zu zwischen den Zinnen, dann können die dich fast nicht treffen. Und selbst wenn sie mich einmal treffen, ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass die mich hier treffen. Guck mal, wie ich stehe. Okay, wieder geschossen. Ah, Gott. Scheiße. Ich probier's auch einfach mal, so aus Spaß. Sinken die Kugeln? Lol, au, ich wurde getroffen. Scheiße, das macht mir ein halbes Schaden.
Ein halben Dingens Schaden macht mir das. Also wenn die da jetzt noch weiter so bleiben wollen, gehen wir jetzt lieber wieder nach oben, okay? Ich versuche da mal hochzuspringen, dass ich die hier treffen kann. Yannick, du wirst die nicht treffen. Die bauen sich deine Plattform. Ja. Das ist unmöglich. Komm, wir gehen wieder ganz nach oben. Von dort aus haben die eine geringere Chance, uns zu treffen. Ja. Da können sie uns wenigstens nicht den Boden unter dem Hintern wegsprengen. Eben. Das auch. So, deshalb gehe ich jetzt mal gerade hier hin. Ich mache das ja auch noch ein bisschen. So. Sollten sie einfach im Auge behalten. Ja, sollten wir. Ja, die bauen sich... Ich sag, die werden sich immer weiter hierher bauen, bis sie ganz nah da sind. Weil wenn die dann da unten sind, machen wir hier einfach überall bei diesem Übergang Lava hin. Ich könnte mal versuchen, sie mit feinem Bogen zu treffen. Ja, wenn sie sich hochbauen und die Chance besteht, dass sie runterfallen, dann ja, aber sonst... Hab ich ehrlich gesagt nicht, dass das was bringt. Die denken sich bestimmt, was macht der da? Verschwende lieber nicht deine Pfeile. Hui. Doch, einen Schuss mache ich noch. Okay, das war's. Ja, die bauen sich einen ziemlich breiten Steg hier rüber. Aber die werden wir schon irgendwie runterbekommen. Das werden wir schon schaffen. Fuck! Wie viel Schuss hast du noch? Ich hab nichts verschossen, aber der hat mich eben wieder getroffen. Ja. Ja, aber wie viel Schuss hast du noch? Waffen? Ja, und vor allem dann welche Waffe? Auf die MP44 habe ich noch sehr viel. Okay. Eigentlich alles fast voll, was ich vorher hatte. Also es reicht auf jeden Fall aus. Wie viele Magazine sind es denn? Viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay, das reicht. Ich hab noch und die Bazooka habe ich immer noch Schuss. Wie gesagt, wenn die beide beieinander stehen, treffen wir sie einfach mit der Bazooka. Das Problem ist, die werden uns auch versuchen, mit einer Bazooka zu treffen, weißt du? Ja. Müssen sie schneller treffen. Warte, vielleicht kann ich noch ein... Verdammt, er versucht gerade die ganze Zeit mit seiner Sniper auf uns zu schießen. Ich glaube, der hat verdammt viel Munition da drauf. Ja. Ich kann mal versuchen, noch Projektil für die Bazooka zu machen. Ich weiß nicht, sollen wir für die Bazooka oder für die Sniper? Für die Bazooka, würde ich sagen. Oder für sicher? Die Sniper. Haben wir... Welche Sniper hast denn du? Wir haben doch noch irgendwo die Lee in Springfield rumgegangen. Ja, aber da, die ist in unserer alten... Nee, nee, also die haben. Die Waffenkiste dafür ist in unserer alten Basis. Lee in Springfield. Ach so, das ist die amerikanische. Die britische. Ja, okay. Da würde ich für die Panzerschreck noch eine Munition machen. Dann noch eins für die Panzerschreck, okay. Dann darf einmal ich schießen und einmal du. Ja. Nee, ich würde sagen, einer schießt, weil dann. Ist ich kein weiß Gewechsel. Echt nicht, was die beiden da hoch vorhaben. Aber ich glaube, die wollen sich eine Plattform zum Snipern bauen. Warte mal. Und irgendwann bauen die sich so nah, dass sie uns weg bazookieren können. Warte, hier kommt's wirklich hin. Da liegt's. Ach, doch jetzt für mich. Ja. Tschüss, Zeppelin. So ein Hin- und Hergewechsel. Also hier, leg mal noch das Eisen in den Ofen. Ja, kommt aber früh. So. Ah ja, klar. Lieber zu spät, lieber so als nicht. Zu spät als zu früh, ne? Ja. So, und das Robot immer, die amüsieren sich gerade köstlich, ne? Ja, guck, stimmt. Die bauen immer weiter diese scheiß Plattform. Das wird noch richtig gefährlich hier. Wir müssen echt aufpassen. Ja. Warte, die bauen kurz und dann achten die gar nicht auf uns. Jetzt achtet wieder einer auf uns. Scheiße, der hat wieder versucht, auf mich zu schießen. Die achten manchmal und manchmal wieder nicht. Was bauen die denn da, bitteschön? Plattform hier und dann graben die sich auf unsere untere Plattform. Die wollen auf unsere untere Plattform rauf. Ja, okay, dann können wir sie aber ganz leicht wegholzen. Ja, aber die können auch ganz uns. Wir können einfach dann. Warte, wir können hier dann einfach Lava hinsetzen. Ja, natürlich. Wir können auch hier überall Lava hinholzen. Allein schon hier können wir das überall machen. Das Problem ist nur, die Bazooka haben sie auch noch, ne? Wahrscheinlich. Aber das ist nur hypothetisch. Also ich will jetzt auch noch nicht die Munition verschwenden, wenn ich nicht weiß, dass ich sie definitiv mit der Bazooka treffe. Ja, das will ich auch nicht. Wir können auf jetzt die eigentlich Distanz ist das viel zu unsicher. Ja, eigentlich können wir jetzt echt ein bisschen Kaffee trinken. Kaffee trinken? Okay, Yannick, das hast du schön gemacht mit der Leiter. Sehr schön. Ja, das da, Ja, hättest du nicht einfach die... Yannick, ich komm hier nicht mehr weg. Hilfe, ich steck, Moment. Yannick. Oh mein Gott, stress doch nicht. Warte, wir machen das jetzt gerade anders. Warte. Okay, Alter. Ich hätte auch einfach die Leiter wieder hinsetzen können. Ich habe aber keine. Das ist ja, ich hätte sie wieder hinsetzen können. Ja, lass es jetzt einfach mal so, dann können wir eh... Ja, die bauen dann so Deckungsposten und dann gehen sie wahrscheinlich irgendwann auf einen Turm und schießen mit der Bazooka auf uns. Hast du eben wieder auf die geschossen? Wie viele Pfeile hast du noch? Ich habe viele Pfeile. Wie viele denn? Warte. 30.
Ich hab 37, komm, lass das. Die brauchen wir vielleicht noch okay, irgendwann wirklich. Okay, gib mir die Pfeile, die du noch hast, die 37. Nein! Warum denn nicht? Du hast keinen Bogen. Doch, ich hab einen Bogen. Echt, du hast einen Bogen? Hab ich. Warum hast denn du einen Bogen? Wir versuchen gerade beide auf uns zu schießen.